Cool. Du planst also eine Weltreise und möchtest dich über dieses Thema genauestens informieren? Dann bist du auf diesem Kanal Offizier auf Weltreise genau richtig. Planung und Vorbereitung. Motivation und Inspiration. Offizier auf Weltreise. This is my story. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Video erfährst du exakt 5 Gründe, die dafür sprechen, eine Weltreise allein zu machen. Ich bin gespannt, ob du diesen Gründen zustimmst oder nicht zustimmst. Du darfst gerne fleißig kommentieren. Jetzt geht's los in diesem Video. Viel Spaß damit. Übrigens ist Grund Nummer 4 für mich mit einer der wichtigsten Gründe, warum es Sinn machen könnte, eine Weltreise alleine zu machen. Starten wir jetzt aber mal mit Punkt Nummer 1. Vielleicht kennst du diese Situation auch. Stell dir mal vor, du gehst mit deinem Freund, deiner Freundin durch die Stadt und ihr habt Hunger. Und ihr könnt euch nicht entscheiden, wo ihr hingehen wollt. Also, da gibt es Döner, da gibt es Pommes, da gibt es Eis, da gibt es Waffeln. Und ihr werdet euch nicht einig. Ihr seid zu zweit, aber könnt nicht einen Konsens schaffen. Ja, und so könnte das auch bei einer Weltreise sein, ne? Vielleicht kennst du ja einen Freund, eine Freundin schon sehr, sehr, sehr lange. Ihr seid wirklich gut befreundet. Und gleichzeitig ist das wirklich mal was anderes, wenn ihr mal zusammen gewohnt habt oder wenn ihr mal eine Reise unternommen habt, wo ihr wirklich permanent zusammen seid. In so einem Fall erfährt man nämlich über den anderen oder die andere etwas, was man in einer normalen Freundschaft, wo man nicht zusammen wohnt oder wo man einfach mal Urlaube macht, aber trotzdem jeder so sein eigenes Zimmer vielleicht hat, da erfährt man dann Dinge, die man wirklich, womit man nicht gerechnet hat. Und das können nicht immer nur positive Dinge sein, sondern auch negative Dinge. Und immer wenn Menschen eine andere Vorstellung wie du haben oder andere Glaubenssätze, andere Wünsche, dann kann es zu Konflikten kommen. Ja? Im besten Fall habt ihr, wenn ihr auf einer Weltreise geht oder wenn ihr zusammen wohnt, habt ihr die gleiche Vorstellung so vom Leben, habt die gleichen Wünsche, gleichen Interessen. Aber manchmal ist das nicht so. Und Konflikte auf so einer Weltreise stelle ich mir uncool vor. Und es ist wirklich wunderschön anzusehen, wenn Menschen anders sind, wenn die anders ticken, wenn die eine andere Vorstellung haben. Ja? Wir sind alle unterschiedlich und das ist wirklich gut. Sonst, also wären alle so wie ich, dann wären wir immer noch in der Steinzeit, ne? Dann gäbe es keine großen Erfinder. Also ist es wirklich gut, wenn verschiedene Menschentypen mit unterschiedlichen Interessen und Ansätzen aufeinandertreffen, weil das ist dann die beste Zusammenarbeit. Wenn du jedoch eine Weltreise machen möchtest und das wirklich zu einem einmaligen, spektakulären Ereignis werden soll, dann sollten die Interessen möglichst gleich sein. Also der Grund Nummer 1, warum es gut ist oder gut sein könnte, eine Weltreise alleine zu machen, ist, dass dir niemand dazwischen quatscht. Du kannst wirklich deine eigene Traumreise verwirklichen. Okay, wenn dich das noch nicht überzeugt hat, kommt jetzt Grund 2 für eine Weltreise alleine. Stell dir vor, du bist, sagen wir, in Australien und du bist dort in einem Hostel. Du wachst auf, du gehst an den Frühstückstisch und anders als in Hotels, zumindest mein Eindruck, ist das in Hostels, in so einem, ich sag mal, da ist ja keine Kantine oder kein Frühstücksbereich, sondern wirklich so eine offene Runde, wo man sich hinsetzen kann, arbeiten kann, essen kann, quatschen kann, Musik machen kann. Und du gehst dann dahin, da ist es dann immer sehr lebhaft und freundlich und die Leute lächeln dich an. So zumindest meine Erfahrung in 3 Hostels, in denen ich bis jetzt war in meinem Leben. In Hotels ist es ja noch so ein bisschen distanzierter, anonymer. Dich lächelt da keiner an, sondern da wird einfach nur gearbeitet und naja, gegessen, die Gäste eben. Aber in Hostels ist es noch anders. Wie dem auch sei, du bist im Hostel und kommst dann in ein Gespräch rein. Also Leute lächeln dich an, fragen dich, hey, wer bist du denn? Dich habe ich noch gar nicht gesehen. Wir fahren heute da und dahin. Möchtest du vielleicht mitkommen? Oder andersrum, du gehst zu den Leuten hin und sagst, hey, ich bin neu hier. Wie lange seid ihr denn schon hier? Was habt ihr denn schon gemacht? Könnt ihr mir was empfehlen? Und in all meinen Erfahrungen in den Hostels war es wirklich so, dass daraus coole Aktivitäten entstanden sind. Entweder Leute, die. Ciao! Entweder Leute, die schon etwas gemacht haben und dir dann etwas empfehlen können, was du auch machen kannst, oder mit denen du dann etwas gemeinsam
oder mit denen du dann etwas Gemeinsames unternehmen kannst, was die auch noch nicht gemacht haben. Und schwupps, hast du neue Freunde, hast neue Aktivitäten, bist in einer Gruppe und ihr habt jede Menge Spaß zusammen. Der Nachteil, wenn du also zu zweit reist, manchmal, vielleicht kennst du das, bleibt man dann so unter sich. Man spricht dann Deutsch oder die Sprache, die man dann so kennt und traut sich gar nicht irgendwie anders hinzugehen, weil man hat ja jemanden, bei dem man bleiben kann. Und alleine bist du gezwungen, mit anderen zu interagieren. Und das ist eben Grund Nummer 2. Wenn du alleine reist, wirst du spannende neue Leute treffen und auch mal neue Meinungen und neue Ideen haben. Okay, jetzt kommt Grund Nummer 3. Eine sehr wichtige Frage jetzt für dich. Nimm dir mal etwas Zeit, die zu beantworten. Hast du dich schon mal mit dir selber gedanklich auseinandergesetzt? Hast du mal deine Gedanken überprüft, woran du denkst? Hast du mal, wie bist du zu deiner Meinung gekommen, die du hast? Warum hast du bestimmte Glaubenssätze? Welche Glaubenssätze sind das? Vielleicht kennst du Menschen, die immer unterwegs sind, die immer hektisch sind, die immer sagen, ich habe keine Zeit, ich muss von A nach B, von einer Hochzeit zur nächsten, von einem Geburtstag zum nächsten, ist alles zu viel. Reflektiere dich mal einen Moment kurz. Vielleicht bist du ja selber einer von diesen Menschen. Und jetzt sage ich dir eins. Wenn du auf Weltreise alleine gehst, wirst du auch mal Zeit für dich haben. Und zwar viel Zeit. Also der Grund Nummer 3 ist, dass du dich selbst neu... Ich sollte Panzertape nehmen, oder? Statt Tesafilm. Also, Grund Nummer 3 ist also, dass du viel Zeit für dich selbst hast und dich selbst neu kennenlernen kannst. Okay, kommen wir zu Grund Nummer 4. Und das ist wirklich einer mit der Hauptgründe für eine Weltreise alleine. Es gibt eine Regel im Leben. Wenn du dich an diese Regel hältst, wirst du es viel, viel, viel einfacher haben. Du wirst aufhören zu jammern. Du wirst aufhören, jemand anderem die Schuld zu geben. Du wirst Verantwortung übernehmen. Du wirst nicht mehr klagen und wirst nicht mehr, wenn etwas schief läuft oder falsch läuft, es auf die Umstände oder auf die anderen schieben. Du wirst dich selbst dafür verantworten. Es ist das Jahr 2019 und in diesem Jahr habe ich so etwas angefangen, neben meinem Hauptberuf oder neben meinem Beruf als Offizier ganz wenig nebenbei, war auch angemeldet, im Spinningstudio, also in einem Fitnessstudio ein bisschen zu arbeiten. Und dann habe ich entschieden, das Ganze mal auf eigene Faust zu machen. Habe also ein Gewerbe angemeldet, habe das bei der Bundeswehr eingereicht, dass ich jetzt ein Mini-Gewerbe habe und circa, ich glaube, die maximalste Regel war irgendwie 8 Stunden in der Woche nebenbei noch was mache. Das habe ich noch nicht gemacht zu dem Zeitpunkt, aber ich habe damit angefangen. Habe also eine Internetseite aufgebaut und habe so ein bisschen in Richtung Personal Training ein Angebot kreiert für Leute, die eben professionelles Training haben wollen. Und einer meiner ersten Fragen war dann immer an die Kundinnen und Kunden, woran liegt es denn, dass da zu wenig Zeit für die eigene Gesundheit und an die eigene Fitness und an das Sport, also woran liegt das, dass da einfach weniger Zeit für investiert wird? Und dann sagt der eine, mein Job. Der andere, ach, ja, weiß ich nicht, irgendwie werde ich immer abgelenkt. Der andere, ja, ich esse einfach zu gerne. Ja, meine Kinder, ja, mein Haustier und so weiter. Und weißt du, was die eigentlich richtige Antwort darauf ist? Die richtige Antwort lautet, es liegt an mir. Ich habe einfach andere Prioritäten. Ich hab einfach lieber eine Stunde Fernsehen geguckt, als etwas für meinen Körper zu tun. Gesundheit bekommt man aber nicht im Handel, sondern durch den Lebenswandel. Und jetzt sage ich dir mal eins, das ist nicht nur bei diesem Thema so. Wie viele Leute kennst du, die sich mit dem Thema Finanzen nicht so gut auskennen und die das immer einfach weggeben? Ja, ich habe keine Ahnung, was ich für Versicherungen habe, das macht mein Versicherungsexperte. Keine Ahnung, welche Anlagen ich machen soll, das macht mein Bankberater. Hey, wenn ein Bankberater gut mit Geld umgehen könnte, dann wäre er kein Bankberater, sondern dann wäre er schon längst reich. Also, jetzt sehr übertrieben, ja? Aber guck, dass du mehr Verantwortung in allen Lebensbereichen dir selbst wieder überträgst.
Ein Arzt wird vielleicht eine Krankheit erkennen, aber der wird dich nicht gesund machen. Der wird nicht die Ursache bekämpfen, warum du übergewichtig, krank und schlecht gelaunt bist, sondern der wird dir etwas dagegen geben. Aber der wird nicht die Ursache, also gegen die Symptome, aber wird nicht die Ursache eliminieren. Dafür ist nur eine Person zuständig. Und zwar du. Eine mit der wichtigsten Regel lautet also: Übernimm die Verantwortung für dich und deine Taten. Und jetzt sage ich dir mal was. Wenn du auf eine Weltreise gehst, dann wirst du zwangsläufig alle Entscheidungen, die du triffst, von dir selbst abhängig machen. Da wird kein anderer dir sagen, ja, lass uns doch mal so machen und wenn das nicht klappt, dann, ja, der war schuld oder keine Ahnung, wer schuld ist, ne, auf wen man noch die Schuld übertragen kann. Ich persönlich habe für mich ganz früh erkannt, festgestellt und es ist eins meiner Lebensmotto, einer meiner Credos, dass wenn etwas schiefläuft, ich selbst dafür verantwortlich bin. Und das ist ein super Grund, wie ich finde. Grund Nummer 4, wenn du eine Weltreise alleine machst, wirst du mit Verantwortung ganz anders wieder umgehen können. Wenn du dem zustimmst, schreib es doch mal gerne in die Kommentare. Und wenn du nicht zustimmst, kommentier das auch mal. Ich freue mich auf den Austausch. Okay, kommen wir zum letzten Grund, eine Weltreise auch alleine zu machen. Grund Nummer 5. Schön, dass du noch mit dabei bist. Grund Nummer 5 ist auch in unserer heutigen Zeit immer wichtiger werdend. Vielleicht kennst du das. Es ist sehr hektisch. Du musst von einem Termin zum nächsten. Du kannst dir gar keinen Kaffee mehr zu Hause gönnen, ne? In Ruhe, in 10 Minuten, ganz langsam trinken, vielleicht noch ein bisschen meditieren, sondern musst den immer to go haben, weil du schnell weiter musst zur Bahn, zum Auto, zur Arbeit, zum Studium, zur Schule. Vielleicht ist es aber auch so, dass du keine Zeit hast, wenn du mal durch die Straßen gehst und da ein super Straßenmusiker ist und du dem gar nicht zuhörst. Du gehst einfach weiter, obwohl das also wirklich gute Musik ist. Wo fällt mir das immer auf, wenn ich Gespräche führe mit Menschen? Und ich stelle eine Frage und dann höre ich immer aufmerksam zu und sage, okay, ich stelle Rückfragen und bin auch interessiert am Gegenüber dann. Und wenn mal dann eine Rückfrage kommt und ich dann erzähle, dann aha, ja, okay, ja, okay, okay. Und dann ist wieder irgendwas anderes wichtig. Aber was hat das damit zu tun, wenn du alleine auf Weltreise bist? Ganz kurze Geschichte dazu. Ich war in Singapur und ich habe dort Leute beobachtet, die in kleinen Gruppen unterwegs sind und immer schnell, schnell, schnell unterwegs waren. Hier ein Foto, da ein Foto, miteinander geredet, aber dann schnell weiter. Und das war alles immer sehr hektisch. Und ich für mich habe entschieden, der langsamste Tourist zu sein. Bin ganz langsam gegangen, habe mir alles ganz genau angeguckt, wie Slow-Mo, habe geatmet, habe das ganz genau beobachtet, habe mir Gedanken dazu gemacht, habe mich mal hingesetzt, habe mal Tagebuch geschrieben, habe mal Nickerchen gemacht, alles war in Ordnung. Und zwar war das erste Mal, dass ich so richtig alleine unterwegs war und da habe ich festgestellt, wie befreiend das sein kann, wenn kein anderer irgendwie sagt, so, ich will jetzt weiter oder ah, ich will jetzt eine Pause machen oder schau mal da, schau mal da, schau mal da, guck mal hier aufs Handy, die neuesten Nachrichten, alles Scheiße in der Welt und so weiter. Also, wenn du alleine unterwegs bist, nimmst du dir mehr Zeit für die Dinge. Du wirst achtsamer und aufmerksamer. Und das ist auch der Grund Nummer 5. Wenn du alleine auf eine Weltreise gehst, nimmst du dir mehr Zeit wahrscheinlich für die Dinge, weil die interessieren dich dann. Du wirst achtsamer, du wirst aufmerksamer, als wenn du jemanden mit dabei hast, auf den du dich dann auch noch fokussieren musst. Wenn deine Welt also gerade sehr hektisch und stressig ist, dann rate ich dir, eine Weltreise alleine durchzuführen. Und jetzt bin ich gespannt, was du zu diesen 5 Gründen schreiben wirst. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch. Schreib mal, welcher Grund für dich am besten ist. Vielleicht auch ergänzen. Vielleicht kennst du einen Grund Nummer 6 oder 7. Vielleicht hast du auch schon eine Weltreise gemacht. Kommentier das gerne. Ich freue mich wirklich auf den Austausch. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wie immer, gib mir gerne ein Like. Dann freue ich mich sehr. Und wenn du keins meiner Videos mehr verpassen willst, abonniere doch gerne diesen Kanal. Vielen Dank im Voraus dafür. Und wie immer gilt der Spruch, es gibt kein Fundbüro für verpasste Gelegenheiten. Ich melde mich ab, sage bis zum nächsten Mal. Ciao.